Termin verraten, der Tag, an dem Helene Fischer Florian Silbereisen das Herz brechen wird. Das Leben von Helene Fischer wird sich in Kürze für immer verändern. Die Queen of Pop und ihr Ehemann Thomas Seidel erwarten gerade ihr erstes Kind, ein kleines Mädchen. Nach und nach bereitet sich die 37-jährige Sängerin auch auf die Ankunft ihrer Tochter vor. Während des ehelichen Schwangerschaftskurs und Ehe stand sie, einerseits wollte sie unbedingt Mutter werden, gleichzeitig machte sie das aber auch sehr nervös. Dann bin ich wirklich, wirklich für einen kleinen Menschen verantwortlich. Es ist ab und zu beängstigend und das respektiere ich, teilte Helene Fischer glücklich über den kleinen Engel in ihrem Bauch. Was sie beruhigte, war zu wissen, dass ihr Baby in eine sehr liebevolle Familie hineingeboren werden würde. Es hat auch nicht lange gedauert, sie ist sowieso in der 32. Schwangerschaftswoche. In Russland geboren, kann sie immer noch nicht glauben, dass sie ihren Sohn jemals in den Armen halten wird. Dass sie nun am Ende ihres Lebens war, merkte sie erst, als sie ihre ersten Babymöbel im Kinderzimmer sah. Ich hatte einfach Tränen in den Augen, weil es sich jetzt langsam echt anfühlt. Helene Fischer hat bisher knapp 8 Kilogramm zugenommen, aber keine Dehnungsstreifen am Bauch. Ich bin in Topform. Daher denke ich, dass ich nach der Geburt relativ schnell wieder mein ursprüngliches Gewicht erreichen werde. Und selbst wenn ich es nicht tue, lasse ich mir Zeit, sagte die Musikkönigin. Und nach der Geburt möchte auch Helene Fischer wie so viele andere Frauen eine glückliche Hochzeit haben. Ich möchte euch sagen, dass unsere Hochzeitslocation für dieses Jahr fertig ist, teilt Helene Fischer ihre Pläne mit. Helene möchte genau dort bleiben, wo sie zu Thomas ja sagen wird anders. Helene Fischer beschloss, in ihrem neu gebauten Herrenhaus zu heiraten. Es waren nur zwei Zeugen da, sonst niemand. Erst dann wurden Familie und engste Freunde angerufen. Eine absolut nachvollziehbare Entscheidung, denn dieser Moment ist einer der schönsten und intimsten Momente eines Paares. Wir wünschen Helene vor der Geburt viel Gesundheit, wünschen ihr Glück und kehren bald auf die Bühne zurück. Was hältst du von Termin verraten, der Tag, an dem Helene Fischer Florian Silbereisen das Herz brechen wird? Bitte unten kommentieren und nicht vergessen, Helene Fischer zu liken und zu abonnieren. Besuchen Sie unseren Kanal, um die neuesten Promi-News zu verfolgen. Vielen Dank.